Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Beer Factory. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Ja, es geht weiter und was soll ich euch sagen? Die Entwickler und die Roadmap für dieses Spiel lassen einfach auf sich warten. Das muss man einfach mal so ehrlicherweise hier sagen. Also da passiert nichts mehr hier. Hier kommen kaum noch Updates. Und leider, die Roadmap, muss man auch dazu sagen, da ist leider auch noch nicht viel passiert. So, Fakt ist aber eins, wir sollen hier ein bisschen Bier exportieren, beziehungsweise haben wir ein paar gute Preise. Oh, das läuft nur noch 3 Minuten, 54 oder 34 Minuten. Na gut, 1,31, das ist nicht gut. Das ist nicht gut hier. Das ist nicht gut. So schnell kriegen wir unser Bier nicht fertig. Naja, wir werden auf jeden Fall mal wieder reinschauen. Wir werden uns mal wieder ein bisschen erweitern und ein bisschen sozusagen vergrößern und so weiter und so fort. Und wir müssen auf jeden Fall wieder Wasser bestellen, sehe ich gerade. Moment, wir bestellen einfach mal, wie viel Geld haben wir denn auf dem Konto? 4000 knapp. Leute, wir sind gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir bestellen mal die volle Menge, oder? Wir bestellen mal die volle Menge und zwar 1052 Liter. Bestellen. So, gut, dann haben wir schon mal Wasser am Start, weil wir wollen ja noch ein bisschen Bier brauen heute. Und wir müssen vor allen Dingen auch unser Bierchen mal verkaufen. Ach, die Regale wollte ich auch mal noch bauen. Scheiße, baue ich mal die Regale noch auf? Was meint ihr denn? Ich glaube, ich soll das wirklich mal machen, oder? Anschrauben, komm, ich baue mal die Regale hier. Wenigstens mal die Dinger noch anschrauben. So. So. Wir können ja immer mal eins machen, ne? Immer mal, wenn wir eine Folge machen, dann können wir immer mal ein Regal... Immer stückweise ein Regal fertig machen. Ich mach's einfach wie die Entwickler. Ja, lass mich richtig feiern. Ja, Leute, tut mir auch leid, dass so lange jetzt kein Video kam, aber das liegt ganz einfach auch daran, dass ich ein bisschen überlegt habe, was wir hier noch machen können und so weiter und so fort, weil wir haben ja leider natürlich noch Möglichkeiten, natürlich können wir hier noch ein bisschen expandieren und so weiter und so fort. Einige von euch, die es... Nee, das wollen wir nicht machen. So, einige von euch, die es privat spielen, sind wahrscheinlich auch schon viel, viel weiter und haben das Ganze schon wieder niedergelegt. Ich habe mir gedacht, wir schauen dann doch nochmal rein. Ich meine, sobald auch wieder Updates kommen oder sonstiges, werde ich euch da auch auf dem Laufenden halten. Ne? Also das kann ich euch schon mal sagen. So, was wir jetzt aber noch machen können, ist, wie gesagt, einmal die Regale festschrauben. Ich glaube, wir müssen dann auch die Regalteile noch kaufen und müssen die sozusagen hier einmal installieren. Die hat mir auch geschrieben, dass ich den Hubwagen unten bei die Abfüllstation mit hinschmeißen soll. Dass wir da sozusagen nicht immer mit dem Gabelstapler runter müssen, obwohl man ja sagen muss, dass wir so oder so sehr, sehr viel mit dem Gabelstapler auch immer runter müssen. Wir müssen ja auch mit dem Gabelstapler am Ende die fertigen Biersachen sozusagen auch hochfahren. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Warte mal. Lagerung, dekorativ. Was ich mal noch kaufen wollte, wäre tatsächlich, ich habe überlegt, ob ich noch so einen Brautank kaufe für 500, ne? Sag euch, wie es ist. Ich glaube, ich werde mir noch so einen Brautank hier unten hinstellen. 500 für einen Brautank, das können wir schon ausgeben. Da können wir Dualbier brauen. Dualbrauerei. So, warte mal, wo stellen wir den denn am besten hin? Ich würde sagen, das ist natürlich jetzt so eine Frage. Hier ist ja der Palettenplatz. Warte mal, ich würde ganz gerne drehen. So müssen wir es hinstellen. Das ist jetzt schwierig. Würde sogar noch einer daneben passen. So, warte mal. So. Die Treppe auch hier vorne hin. Genau. So, perfekt. Das Wasser. Das Wasser. Oh, scheiße, hier, der ist ja auch mit der Gläser, mit der Abfüllung. Ich brauche mal ein paar neue Gläser. Ey, so langsam drückt's hier. So, wir brauchen neue Flaschen zum Abfüllen. Wir müssen das Bier erstmal hochtransportieren und wir müssen aber erstmal Wasser auffüllen. Warte, was ist der schnellste Weg hier raus wahrscheinlich? So, komm her hier. Wir haben ja nicht mal die Tür aufgemacht, ey. Oh, peinlich. Ja, doch, ich komme. Moment, einmal Schlauch, einmal umfüllen hier. So, Moment. So. Aufdrehen. Ja, es läuft! Mensch, jetzt Killer. Sag mal, bist du aber auch hier? Komm, ich mach die Scheibe nochmal sauber. Putzservice bei Manus, den gibt's ja auch immer noch mit. So, bitteschön. Sollte doch passen, oder? Gut, jetzt lasst uns ganz kurz überlegen, was machen wir am besten? Wir haben hier oben einiges an geschrodeten Malz auf jeden Fall am Schlüssel.
So, dann machen wir das Tor erstmal rauf, was wir erstmal noch runterfahren können. Die zwei Kollegen warten noch auf Anweisungen. Das bedeutet ja eigentlich, erstmal müssen wir Flaschen bestellen. Genau, erstmal müssen wir Flaschen bestellen, da kommen wir nicht drum rum. So, ein paar neue Flaschen bestellen und das Bier, was wir haben, exportieren. Das ist wichtig. Guck mal hier, unser neuer Lagerdings. Hier sind noch 128 Liter Bier sind da noch drin. Alter, wie viel Flaschen? Oh, Romains, 50%? Lecco, mio, muchacho. Dann gib mir ein paar Paletten her hier. 4, 5, 6, 7, 8 Paletten kaufe ich da jetzt. So, warte mal, was haben wir denn hier noch? Leere Flaschen, leider gar nicht. Ja, müssen wir trotzdem eine Palette mitbestellen. So, Industriehefe, das haben wir alles noch. Oh, das ist wirklich gut hier. Bestell 10 gleich. So, geil. 49%, Leute. Das erahnt sie nicht. 49%, das ist Hardcore. Das ist die Hälfte. Einfach die Hälfte Rabatt, Leute. Und da war jetzt aber ein Schnäppchen gemacht. Ey, das kann ich euch auch... Das kann ich euch aber sagen, ey. Aber volles Schnäppchen haben wir da gemacht. So, dann holen wir uns erstmal... Oh, ging das in ein LKW? Moment. Ging das in ein LKW? Wir brauchen erstmal die Gläser. Das ist erstmal wichtig. So. Nein. Genau, die wollte ich nicht. Was macht er denn da? Achso, der Müllmann. So, das einmal abstellen. Warte mal, gib mir mal die Gläser hierher. Yes, sehr gut. Die brauchen wir. So, Moment. Die müssen wir erstmal runterfahren schnell. Und dann können wir unten schon mal loslegen. Wir brauchen auch tatsächlich noch einen Angestellten, den wir... Wir brauchen tatsächlich noch einen Angestellten, den wir auf das zweite Brauerei-Ding da hinsetzen. So, Moment. Einmal das hier weg. Und das dahin. Den Kollegen einmal dahin. Warte mal. Das muss auch weg. So, Moment. Jetzt kriegst du erstmal neue Gläser hier. So. Neue Flaschen. Ich sag mal Gläser. Neue Flaschen. So, bitteschön. Dann kannst du wieder reinfüllen da. Sehr gut. Okay, jetzt schnappen wir uns erstmal die Palette hier hinten. Haben wir gut gebaut hier. So einen kleinen Parcours direkt aufgemacht. Okay, Wunderbärchen. Das heißt, die ist voll. Die können wir einmal wegbringen. Und hier können wir... So. Die drauf tun. Okay. Hier. Yeah. Zap, zarap. Zap, zarap. Ich hoffe, die landen jetzt hier drauf. Das gute Bier, Leute. Ey, das gute Bier. Ich fasse es nicht. So. Okay, perfekt. Ihr habt vielleicht... Ist gar nicht... Vielleicht ist gar nicht so eine schlechte Idee, doch mal den Dings hier runterzuholen. Vielleicht ist gar keine schlechte Idee, doch mal den Hubwagen runterzuholen. So, das ist unser Bier, was wir verkaufen... Upsala. Das ist unser Bier, was wir verkaufen wollen. Das heißt, wir müssen, uns einen LKW wieder bestellen. Müssen uns definitiv einen LKW bestellen. Moment. Und zwar... Oh, guck mal, jetzt hier die Preise. Jetzt sind die Flaschen im Angebot. Das ist doch Wucher, ey. So, warte mal. Dann bestelle ich jetzt trotzdem nochmal. Nein, 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 nein. 48. Ach, 5 Palettenflaschen. Ja, doch. 5 Palettenflaschen. So, Dock Manager. Import Lastwagen bestellen. Lastwagen bestellen. Und dann müssen wir einmal ganz kurz gucken. Vertrieb. 1,64. 1,64-fachen Preis kriegen wir jetzt aktuell. So, da kommt der LKW mit den Flaschen. Jetzt brauchen wir, warte mal, hier wird wahrscheinlich der LKW, oder? Ist das der mit den Flaschen? Ja. So, dann wird der andere LKW wahrscheinlich jetzt hier drüben gleich kommen. Mit dem Bier, also der unser Bier abholt. Oder? Da war es schief gelaufen. Da ist er. Da ist er. Das ist der Export-LKW. Der kriegt jetzt erstmal unser Bier. So. Perfekt. Das stellen wir einmal hier rein. Ah. Okay.
Zap, zarab. Sehr gut. Oh. Und dann können wir wahrscheinlich unten gleich die nächste Palette holen. Oh, oh, oh. Bei 200 Liter sind, glaube ich, gar nicht so wenig. Wir müssen mal schauen. 25 Minuten haben wir Zeit, um insgesamt die Sachen hier zu verladen. Also, naja, sag mal, 20 Minuten haben wir Zeit, um die Sachen zu verladen. Oh, hier ist schon wieder Explosion. Leute, was ist denn hier los, ey? Meine Fresse nochmal. So. Das Bier hier drauf, alles. Meine Fresse, das stapelt sich aber auch. Ich glaube, das ist... Nee, warte, einmal haben wir noch. Jetzt ist voll. So, so. Rambazamba. Oh, die Flaschen sind auch schon wieder leer. Wäre hier wahnsinnig. Das gibt's ja gar nicht, sowas. Ja? Könnte das klappen? Ja, sieht ganz gut aus. So, die auch hier drauf. So, dann also einmal Dings hoch. Bier hoch. Oh. Bier hoch, Flaschen runter. So. Eigentlich könnten die auch schon wieder ein neues Bier brauen, aber ich habe gerade keine Zeit für die Scheiße, das auch noch einzustellen. So, naja, wartet mal. So, jetzt versuchen wir erstmal die Palette hier noch reinzuquetschen. Oder warte, komm, tun wir die hier rein. Machen wir gar nicht erst hier, machen wir gar nicht erst so ein Kuddelmuddel. So. Das sieht gut aus. Zap, zarab. So, dann brauchen wir einmal den Kollegen hier. Mit dem ganzen Flaschen. So, einmal für mich bitte. So, sehr gut. Ah, Leute. Jetzt wird exportiert. Jetzt wird exportiert. Aber warte mal, ich kann ja die Kamera, kann ich eigentlich auch mal wieder hier rüberballern, oder? Weil wir haben ja zurzeit keine offenen Aufträge. Man sollte nicht immer den Turbo benutzen. Oh. Gut. Einmal hier hin. Bitteschön. So. Kannst du direkt weitermachen, mein Freund. Und ich werde jetzt einmal direkt die nächsten Flaschen runterholen, weil ich vermute, wir werden definitiv noch einmal Flaschen brauchen. Warum piept denn der die ganze Zeit? Meine Güte nochmal, das ist aber auch belastend, das Ding. So, jetzt ja. Und einmal runter. Ja. Okay, dann machen wir... Oh, scheiß die Wand an. Dann machen wir den erstmal leer. Das wäre auch geil, wenn man Mitarbeiter hätte, der Sachen ent- und verladen könnte. Das wäre auch eine coole Sache. Dann könnte man sich mal hier ein bisschen drum kümmern, da ein bisschen drum kümmern, überall mal ein bisschen quatschen gehen und stöbern. Aber so ein Mitarbeiter, der sozusagen noch die Flaschen mitverladen würde oder mit B- und Entladen würde, das wäre schon eine geile Sache, ey. Also nicht nur die Flaschen, sondern die Waren im Allgemeinen natürlich, ne? So, die nimmt er weg, das passt. Guck mal, die Palette ist gleich voll. Da fehlt nicht mehr viel. Das heißt, da können wir schon mal reinfahren hier. Vier Paletten fehlen da noch. So, wie viel Bier haben wir denn überhaupt noch? Warte mal, wie viel Bier haben wir denn überhaupt noch hier drin zum Abfüllen? Das wäre ja auch mal ganz interessant. Achso, da steht jetzt nur 108... Immer noch? 128 Liter soll da immer noch drin sein? Das gibt's ja gar nicht. Na gut, zwei Flaschen ist ein Liter, ne? Zwei Flaschen sind nur ein Liter, mehr ist nicht. Oh, die ist fertig. Nee, warte mal. Zwei Kartons noch. Zwei Kartons noch. Ah. Einer noch. Rückwärtsgang. Ha. Gut platziert. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. So, warte mal. Gucken, ob die nächste Flasche auch drauf landet. Ja, perfekt. Gut, dann haben die hier erstmal zu tun. Dann können die erstmal weitermachen. Aber die brauchen noch mehr Flaschen. Oh, Leute, jetzt läuft es aber hier mit der Bierproduktion. Unser Dings ist schon wieder gleich alle, unser Gabelstapler. So, dann komm, dann schmeißen wir hier mal die nächste Palette rein. Guck mal ganz kurz nochmal ins Tablet. So.
Zap, zap. Sehr schön. Müssen wir ja nicht alles mit dem Gran machen, wenn wir hier mit dem Gabelstapler so gut rankommen, finde ich. Also das ist ja, das funktioniert ja tatsächlich recht gut. So. Nächste Flaschen. Ich sag euch, ey, man muss hier so viel Material kaufen am Ende. Oh, wir brauchen wieder ein Käffchen. Haben wir Kaffeemaschine hier? Haben wir gar nicht im Büro? Eine Kaffeemaschine? Oh, die fehlt aber wirklich. So, was haben wir noch? 19 Minuten. Was haben wir hier drauf? 144 Liter haben wir hier drauf. 2400. Geht der Preis mal 1,6. 19 Minuten geht der Preis mal 1,6 noch. Okay. So. Ja, genau. Wir hatten ja schon längst gesagt, wir wollen mal die Steuerung ändern, ne? Oh oh. Gas ist alle. Leute, das Gas ist alle. So ein Mist. So, wie sieht's hier aus? Komm, mach mal die Palette leer. Junge, lass dich mal nicht so feiern. Mach mal die Palette jetzt leer. Oh, hier ist auch schon wieder gleich voll. Ich werde nicht mehr. Gut, da müssen wir einmal schnell hochlaufen. Wir müssen einmal schnell hochlaufen und müssen einmal erstens ein Käffchen trinken, eine Flasche Gas holen und... Nee, falsche Richtung. Hier können wir auch einen Kaffee trinken, guck mal. Wichtig ist... Gas. Gas für die Gabelstapler müssen wir holen. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, ist... uns vielleicht den Hubwagen runterholen. Ich glaube, wir können uns wirklich den Hubwagen runterholen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee, Leute. Da geht's raus. Da liegt er übrigens. Aber ich glaube, wir können jetzt nicht den Kollegen hier nehmen... Und den. Nee, das funktioniert natürlich wieder nicht. Oh. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so weit der Weg. Gut, hier ist auch schon wieder voll. Da stapeln sich schon wieder die nächsten Sachen. Wie wäre es denn, wenn du das mal hier runter nimmst? Wir... Oh, sehr gut. Sehr gut. Wir haben eine sehr saubere Fabrik. Die Reinigungstante hatte nichts zu beanstanden. Was ist denn jetzt hier bei den Dauerturbo drin? So. Zap, zarab. Dann schnappen wir uns einmal den Kollegen hier. So. Okay. Müssen wir mal gucken, ob das klappt hier. Oh. Eieiei, was ist denn jetzt passiert? Jetzt erkennt er wohl die Palette hier nicht, oder was? Hä? Was ist denn jetzt? So, warte mal, dann... Oh, das Bier scheint fertig zu sein. Sehr gut. Ich glaube, wir haben unser Bier ist komplett abgefüllt. Was natürlich bedeutet, wir müssen dringend die zwei neuen Braukessel oder die zwei Braukessel wieder anschmeißen. So, und das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wir jetzt hier unser Bier erstmal exportieren können. Okay, perfekt. Dann schmeißen wir das mal einfach hier rein. So. Ja, neue Ziele wurden leider auch noch nicht hinzugefügt, wie ihr das oben lesen könnt. So, warte mal. Dann nehmen wir gleich nochmal die Flaschen hier auch mit runter. Weil das macht ja absolut Sinn, dass wir den schon mal entladen. Dann können wir nämlich die zwei LKWs jetzt hier wegschicken. Einmal den mit den Flaschen, wenn der leer ist. Und einmal mit unserem Bier. Voilà. So. Stellen wir die schon mal hier hin. Die runter wollte ich. So, einmal hier hinstellen. So. Guti. Und dann nehmen wir das letzte Bier, was wir hier gebraut haben, noch mit hoch. Okay, mal gucken, ob das jetzt noch hier mit drauf zu verladen geht. Los. Die Palette erkennt er nicht. Weiß nicht warum. Ich würde sagen, er erkennt das Bier nicht. Warte mal, dann lege ich das hier drauf. Komm. Dann legen wir das da drauf. Und ab geht die wilde Fahrt. So, hier gleich eine neue hin. So. Zap, zarab. Perfekt. Guti, dann würde ich sagen, exportieren wir unser Bierchen. Genau, wir exportieren einmal unser Bierchen. Und, oh nein. Ganz schlecht.
Warte, den müssen wir wieder drauf tun. Ach, das ist aber auch mies, ey. Warum erkennt ihr denn jetzt hier das Dings nicht? Die Palette da. So, wir exportieren einmal unser Bierchen und gucken mal, was wir insgesamt dafür kriegen. Oh, wir müssen auch Löhne zahlen, sehe ich gerade. So. Naja, ich sag mal so, liegt im LKW, ne? So. Sehr gut. So. Können wir den noch ein bisschen reinschieben? Es geht so schief, Leute. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Es wird so schief gehen. So, warte mal. Dann tun wir das mal hier hin. So. Das dahin. Sehr schön. Das dahin. Die Palette hier, die schenke ich dem. Okay, ich würde sagen, haben wir alles. Dann gehen wir mal verkaufen. So, warte mal. Aber erstmal müssen wir unseren Mitarbeitern die Löhne zahlen. So, globaler Markt. Mal 1,74. Oh, mal 1,74. Ich würde gerne das hier verkaufen. Ich würde aber gerne den hier nehmen. Der ist nämlich besser. Mal 1,3 ist das ja nur. Wie ist der Axiom der Marktpreise? Geh raus und verkaufe Ware. Naja, komm weg damit, oder? Was haben wir jetzt gekriegt hier? 192 hat er insgesamt jetzt mitgenommen. Oh, der hat es zu dem Preis verkauft. Der hat es zu dem 1,74er hier verkauft. Das ist natürlich geil. Der ist jetzt unterwegs. Okay, perfekt. Warte mal, dann können wir doch den... Oh, die hat er nicht mitgenommen. Was ist denn mit dem Bier hier los? Warum nimmt er das denn nicht mit? Das verstehe ich jetzt aber auch nicht so richtig. Das finde ich ein bisschen blöd. Okay, na wartet mal. Dann müssen wir auf jeden Fall... Machen wir mal Folgendes. Und zwar werden wir einmal jetzt hier die ganzen... Die Flaschen noch mit runternehmen. Warum ist denn der Stapler eigentlich schon wieder halb leer? Den sollten wir echt nicht laufen lassen. So. Zap, zap, zap. Dann kann der auch wieder wegfahren. Haben wir überhaupt Erfahrungspunkte gekriegt? Also Geld gab es ja gut. Da kann man echt nichts sagen. Geld lohnt sich schon, würde ich sagen. Wir haben 6.000 Euro auf dem Konto. Das ist nicht wenig. So. Eigentlich wollte ich das gar nicht so forsch. Aber macht ja nichts. Komm her, meine kleine Flaschenpalette. Wollte ich nicht so wegkrempeln. So. Perfekto. Gut, dann haben wir hier unten erstmal soweit alles erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Kollege hier, beziehungsweise zu dem Kollege hier hinter. Den können wir nämlich als Braumeister anstellen. Mitarbeiter betreuen, Arbeitsplatz zuweisen. Der ist nämlich auch schon Level 9. Sehr gut. Dann stellen wir den Kollegen einmal hier ein. Und hier müssen wir auch diese Wege verbinden nach... Vorsicht, muss da mal ran, bitte. Meister, lässt du mich mal ganz kurz ran hier? Meister. 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 Folgen. So, pass auf. Du folgst mir. Und, ach komm, dann geh da erstmal bitte wieder hier rüber. Ey, ganz ehrlich. Dann geh erstmal wieder hier rüber. So, bitteschön. Und dann verbinden wir erstmal die Kollegen hier. Geht das denn? Können wir... Ah ja, das geht. Das geht tatsächlich. Ja, super. Ja, super. Dann ist das jetzt aufgeteilt. Dann sind die Palettenplätze quasi für beide. Okay, dann sind die Palettenplätze für beide. Das ist doch super. Genau. Was wir vielleicht noch machen könnten, ist... das ist ein bisschen... Ich würde ja ganz gerne eigentlich noch... Ach, das ist zwar blöd... Aber mach mal Folgendes. Und zwar mach hier mal noch einen Palettenplatz hin.
Und am Ende hier auch noch einen. So, da können wir ja zur Not auch noch was draufstellen. Mein Gott. Gut. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier werden wir wahrscheinlich jetzt gerade keinen Palettenplatz hinkriegen. Okay. Achso, warte, aber wir müssen die zwei ja natürlich auch noch verbinden. Das kommt natürlich auch noch dazu. So. Einmal der da. Und einmal der. Und dann der für... Steht wieder mit seinem Nüschel da drin. Okay, warte, dann kommst du jetzt einmal Arbeitsplatz zuweisen. Dann gehst du jetzt einmal hier rüber, bitte. Bitte schön. So, dann machen wir es halt kompliziert. Und der Kollege geht einmal hier hin. Und der Kollege geht einmal dahin. Okay, wunderbar. Sehr schön. Und dann kann der... Kriegt jetzt den Arbeitsplatz. Und dann haben wir die Sachen auch schon mal abgedeckt. So, und dann können wir eigentlich zwei neue Biere brauen. Genau, dann können wir eigentlich zwei neue Biere brauchen. So, ich wollte gerade sagen, hat jetzt die Flaschen wieder abgestellt oder was? Hier wäre eigentlich so ein Dings geil, ne? So ein Computer, so ein Arbeitsplatz. So, warte mal, den können wir eigentlich mal hochfahren. Beziehungsweise können wir eigentlich schon die erste Palette Malz auch mit rübernehmen in die Schrotmühle. Da haben wir nämlich auch noch einiges an Paletten stehen, was wir hin und her fahren müssen. Das ist nämlich auch noch so ein Ding. Ach, das ist aber auch ärgerlich. Guck mal hier, was wir hier noch haben. Aber bei 50% Rabatt, Leute, da mussten wir einfach kaufen. Da mussten wir einfach kaufen. So. Okay, dann fahren wir das mal hier hinten rein. Und dann sollte das doch klappen. So, Moment. Einmal hier geschrotetes, also nicht geschrotetes Malz. Oh. Einmal hier ab. So, dann beginnt der gleich. Okay. Den machen wir einmal aus. Und werden uns einmal eine neue Glasflasche holen. Ja, ihr seht, Leute. Und dann müssen wir zwei neue, dann müssen wir erstmal Bier neu brauen. Nützt ja alles nichts. Ich finde das sowas von unfassbar schade. Und ich verstehe auch wirklich den Grund nicht, warum es diese Extra-Zutaten nicht gibt. Das verstehe ich nicht. Also das wäre so ein einfaches, geiles Feature. Ne, guck mal, Brauerei. So, pass mal auf, wir wollen jetzt hier was... Wenn wir ein Rezept machen, ne, guck mal, Beliebtheit, scheiße alles, ne, neues Rezept erstellen. Hier, man kann Anis, Piment, Anis, Lorbeerblatt, man könnte so viele geile Sachen machen. No way, keine Chance. Keine Chance. Das ist das, was ich echt nicht verstehe. Ich check's nicht. So, naja, gut. Komm, scheiß drauf. Wir wollen einmal Bier brauen. Und zwar nehmen wir einmal den Kessel hier. Wie viel wollen wir brauen insgesamt? Gewünschte Menge Bier. Bei 200 Litern brauchen wir 800 Liter Wasser. Warte mal, das war ja von der Beliebtheit nicht so geil. Genau, das wollen wir machen. 300 Liter Bier können wir insgesamt brauen. Mit unserem Tank, den wir haben. Das starten wir jetzt einmal. So, der Tank wird einmal gefüllt. Wir kaufen einmal noch das Upgrade. Für den Tank. Wie viel haben wir jetzt? Der Tankinhalt 1500. Dann kaufe ich noch einen Upgrade. So. Bestell hier nochmal Wasser. So. Dann bestellen wir nochmal Wasser und werden den Tank auch direkt nochmal bestücken. Nicht drei. Verwerfen. Starten. Menge. Auch 300 Liter. 1200 Liter Wasser brauchen wir dazu. Okay, aber Wasser kommt gerade. Können wir einmal reinmachen. Okay, perfekt. Na gut. Dann würde ich sagen, meine Lieben, ja, wir haben einiges zu tun. Ich hoffe wirklich, auch für dieses Spiel hier, dass hier Upgrades kommen. Also, Updates kommen und neue Spielinhalte und dass wir zumindest diese Sorten da freigeschaltet kriegen und so weiter und so fort. Guti, in diesem Sinne, danke vielmals fürs Zuschauen. Lasst gerne das Däumchen da, meine Lieben, und
Bis zum nächsten Mal.